Willkommen, auch wenn es schon nicht mehr ganz am Anfang des Abends ist. Ich bin Leslie Maltin. Bevor ich unseren nächsten Laudator vorstelle, möchte ich Ihnen noch etwas sagen, das mir besonders am Herzen liegt. Im Frühjahr des letzten Jahres haben wir gezeigt, dass uns der dringende Wunsch verbindet, Missstände in unserer Branche abzustellen. Mit der branchenübergreifenden Gründung der Themis Vertrauensstelle wollen wir gemeinsam allen Betroffenen von sexueller Belästigung und Gewalt einen geschützten Raum anbieten. Dass wir das zusammen mit den zahlreichen Berufsverbänden, den Produzentenverbänden sowie Verdi und ProQuote Film und mit großer Unterstützung der Staatsministerin für Kultur und Medien, Professor Monika Grütters, auf den Weg gebracht haben, darauf können wir wirklich sehr stolz sein. Und besonders stolz können wir auf unseren Justiziar Bernhard Störkmann sein, dessen Idee es war, die Themis zu gründen. Ohne ihn würde es die Themis, benannt nach Themis, der Göttin der Gerechtigkeit, der Sitte und der Ordnung, nicht geben. Bernhard hatte die Empathie für die Not vieler Menschen in unserem Beruf und mit seiner Weitsicht, wie man betroffenen Menschen zur Seite stehen könnte, die Gründung der Themis vorangetrieben. An dieser Stelle möchten wir ihm alle unseren innigsten Dank aussprechen. Und Bernhard, lieber Bernhard, ich möchte dich bitten, aufzustehen und diesen Dank entgegenzunehmen. Es ist sehr, sehr wichtig, dass dieses Angebot bei allen Filmschaffenden bekannt wird. Und da sind wir alle gefragt. Ich bitte Sie, liebe Kollegen und Kolleginnen, liebe Produzenten und Produzentinnen, verteilen Sie am Set die Infoblätter der Themis. Setzen Sie die Themis täglich auf die Dispo. Und ermutigen Sie die Mitarbeiter Ihrer Produktionen zur Kontaktaufnahme, wenn Hilfe benötigt wird. Und jetzt ist es mir eine Freude und ein besonderes Vergnügen, den nächsten Laudator zu begrüßen. Er verleiht den Ehrenpreis Inspiration an eine Politikerin, die sich im Europäischen Parlament für eine Neugestaltung des Urheberrechts eingesetzt hat. Er ist perfekt geeignet, weil er selbst eben nicht nur Politiker, sondern auch Urheber ist. Als Roman-, Theater- und Drehbuchautor. Und er ist zudem besonders geeignet, weil er viele seiner urheberrechtlich wichtigen Werke gemeinsam mit einer Co-Autorin verfasst hat, falls er nicht umgekehrt ihr Co-Autor ist. Überdies ist er ein Politiker, der glaubwürdig wirkt, und das ist selten heute in Zeiten bei Boris und Donald. Ich begrüße den Vorsitzenden, den Co-Vorsitzenden, schon wieder ein Co, der Grünen, Robert Habeck.